Die Klassenfahrt in Detektiv Conan, das große TV-Special ist nun endlich erschienen. Der erste Kuss von Ran und Shinichi. Was alles passiert ist, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Komm, war Leute, was geht ab? Ich bin Skadoakia und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Kapitel 1000 bis 1005 sind wahrscheinlich so mit einer der wichtigsten Kapitel überhaupt, der Klassenfahrtsfall. Die Klassenfahrt, der erste Kuss von Ran und Shinichi, das offizielle SMS-Austauschbestätigungsgespräch, dass sie sich jetzt nun daten, offiziell Freund und Freundin sind. Wie das Ganze inszeniert wurde, darüber werden wir jetzt sprechen. Wir werden das Ganze so ein bisschen analysieren in Form einer Review. Ja, wir werden natürlich auch den Fall aufklären. Wer das Kapitel schon gelesen hat, für den ist jetzt nicht so viel neu. Aber ich denke mal, dass das wirklich ein gelungenes Meisterwerk ist. Es wurde wunderbar gezeichnet und die Qualität hebt sich auf jeden Fall spürbar und sichtbar von den normalen Detektiv Conan TV Produktionen ab. Und ich für meinen Teil hoffe natürlich auch, dass wir dies vielleicht in einer Kinovorstellung bei uns auch in Deutschland, Österreich und Schweiz sehen können. Das ist aber theoretisch. Lasst uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Ja, hier wurde sich am Anfang nochmal bedankt. Ja, das Neujahrs-Special, das im letzten Jahr Detektiv Conan wieder so gut supportet wurde. Der letzte Kinofilm 5220, der Vollstrecker, war ja ein voller Hit, ja. Hier wurde sich, wie gesagt, nochmal ausdrücklich bedankt. Und wir fangen direkt mal an mit einer wunderbaren Aussicht auf diesen Kiyosumi-Tempel, der unglaublich krass ist, ja. Also diese Szene, unglaublich gut animiert, gezeichnet, sieht einfach wunderbar aus. Und dann natürlich direkt schon zu der Szene, die wir auch aus dem Trailer erkennen. Und zwar sehen wir hier ran, wie sie fotografiert werden soll und wer sitzt dann am anderen Ende des Telefons, am Ende der Kamera? Natürlich Sonoko und sie möchte natürlich ein wunderbares Bild schießen. Eine Person sieht man hier noch nicht drauf und zwar Shinichi und zwar hat sich dann Sonoko gedacht, Moment mal, schubsen wir ran einfach hin, ran, Felten wäre fast gefallen, wäre da nicht die starke Brust und Schulter von Shinichi. Dann, wo sie sich quasi an ihn gepresst hat, ja, sich so ein bisschen aneinander gekuschelt haben, hat dann Sonoko abgedrückt und das Foto gemacht. Shinichi natürlich direkt in seiner coolen Art und Weise, Moment, ran, komm mir bitte nicht so nah, ja, das ist ja zu krass. Und dann hat aber auch nochmal Conan aka Shinichi nachgedacht, Moment mal, sie ist mir zwar immer ganz, ganz nah gekommen, aber so nah wie jetzt ist sie mir noch nie gekommen. Ja, das war natürlich ein ziemlich niedlicher Moment. Das war übrigens auch das erste Mal, dass Masumi Sera Shinichi in voller Blüte gesehen hat, ja, seit dem Treffen vor 10 Jahren damals am Strand. Er hat, also sie hat ihn natürlich direkt ausgefragt, ey, Moment mal, kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wer ich bin? Und da hat man schon noch relativ schnell gemerkt, dass Masumi die ganze Zeit den Verdacht hatte, dass es sich bei Shinichi in Wirklichkeit um Conan handelt. Wir haben auch noch ein paar Verdachtsmomente, die sich dann in den nachfolgenden Bildern auch nochmal gut erklären lassen. Ja, seine Mitschüler sind natürlich auch dabei und dann gab es auch nochmal das wunderbare Gespräch und zwar, ja, ich finde es echt toll, dass du zur Klassenfahrt gekommen bist. Wir wussten gar nicht, ob du kommst und wir fanden es übrigens auch ganz, ganz toll, dass du Ran damals in London deine Gefühle gestanden hast. Er bejaht das Ganze, nickt das Ganze ab und dann dachte sich Shinichi auch so, Moment mal, woher wisst ihr das Ganze? Und dann hat sich auch herausgestellt, dass natürlich die liebe Sonoko Suzuki das Ganze rum erklärt hat in der Klasse, ja, und dann natürlich ein Riesenfass aufgemacht hat. Dann haben wir natürlich auch nochmal den Fall zurückblickend, ja, mit dem Higo-Anhänger. Der Higo-Anhänger wurde ja in den Fall davor, der auch im Anime ausgestrahlt wurde, entwendet. Conan und die Detective Boys haben sich das zur Aufgabe gemacht, den wiederzubefinden. Letztendlich natürlich mit der Intention, dass Aihaibara dann Shinichi bzw. Conan Gegengift mitgibt, ja, für Klassenfahrt, dass er quasi temporär wieder als Shinichi in seinen Ursprungskörper auftauchen kann und natürlich dann letztendlich bei dieser Klassenfahrt teilnehmen kann. Ja, sie war am Anfang ein bisschen traurig, hat es dann aber gemacht. Wir haben ja auch wunderbare Panoramabilder. Die Aussicht von diesem Tempel ist wirklich wunderbar. Sonoko hat die ganze Zeit natürlich auch probiert, Shinichi und Ran etwas näher zusammenzubringen. Ja, wir wissen, der Romance-Faktor ist in diesem Fall wirklich sehr, sehr hoch gewesen. Dann haben sie eine Schauspielerin getroffen, die sehr, sehr bekannt ist. Übrigens auch eine Freundin von Yukiko, also von Shinichis Mutter, nämlich heißt sie Keiko. Sie wollten dann ein Foto machen, haben sie gemacht, mit der ganzen Klasse natürlich Shinichi, Masumi, Sonoko und Ran anwesend. Und dann hat Keiko natürlich direkt aufgehorcht, Moment mal Shinichi, du bist doch der Sohn von Yukiko, eigentlich wollte ich mit deinem Vater über was sprechen. Und zwar wurde damit dann der Fall eingeleitet. Unter anderem gab es nämlich eine Botschaft, die sie bekommen hat und das war im Endeffekt ein Rätsel und dieses Rätsel
heute sollte dann der Beginn sein einer Mordserie, die sich hier auf dem Klassenfahrtstrip, der übrigens auch in Kyoto ist, erklären wird. Ja, ziemlich geil gemacht, ja. Ran hat das Ganze aus stiller Ferne beobachtet und Keiko hat dann direkt gesagt, Moment mal, du kannst auch nachher, wenn du dann nachts zu mir kommst, ja, wir müssen über den Fall reden, kannst du gerne deine Freundin mitbringen. Er natürlich direkt verlegen. Sie hat dann natürlich direkt gemerkt, dass das braunhaarige Mädchen mit den langen Haaren die ganze Zeit auf uns geguckt hat. Ja, das hat man also gesehen, dass man beobachtet wurde. Vielleicht ein bisschen Eifersucht, aber man weiß es nicht. Und dann sehen wir auch schon eine mysteriöse Person mit Mundschutz, aber wir erkennen schon anhand des Hauttons, wer sich natürlich hinter dieser Maskerade, hinter diesem Atemschutzmaske und der Sonnenbrille versteckt. Nämlich handelt es sich hierbei um Heiji Hattori. Ja. Hier haben wir auch nochmal ein paar wunderbare Aufnahmen, was sie so gemacht haben. Sie sind noch zu einem Tempel gegangen, zu einem Schrein. Ja, haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Masumi hat sich Wasser ins Gesicht geschüttet, dabei gelacht. Sie haben wirklich viele andere lustige Sachen gemacht. Wir kennen diese drei Affenstatuen. Der eine kann nichts hören, der andere nicht sprechen, der andere nicht sehen. Das Ganze wurde hier von Sonoko, von Shinichi und seinem Klassenkameraden nachgestellt. Ja, dann haben wir noch weitere wunderbare Panoramabilder. Also da kann man auf jeden Fall sagen, wenn man nach Japan will, ja, Tokio, Kyoto sind auf jeden Fall krasse Ziele. Das ist wirklich wunderbar. Gerade so, wenn das ganze Laub da rumliegt und die Bäume in den wunderbarsten Farben erstrahlen. Das ist wirklich extrem geil. In den Tempel mit den ganzen Figuren, ja. Unglaublich Hammer, ja. Sie haben natürlich wunderbare Sandwiches gegessen. Die Frauen haben sich gefreut. Shinichi mit seinem Klassenkameraden gelangweilt zugeguckt, ja. Er hat dann auch gesagt, Moment mal, du triffst dich mit den Top 3 in der Liste, ja. Masumi ist natürlich beliebt. Sonoko ist ebenfalls beliebt, genauso wie Ran. Ziemlich geile Sache. Dann sind sie auf Erkundungszug gegangen, ja. Der Tempel, den sie erkundet haben, war so ein bisschen, ja, ich sag mal, beengend. Ran hatte ziemlich viel Angst gehabt, hat dann Shinichis Arm genommen und sich dann quasi an ihn rangepresst, ja. Das heißt, sein Arm war zwischen den Brüsten von Ran, was natürlich ihn auch in eine sehr, sehr unangenehme Lage gebracht hat, wo er direkt natürlich auf Abstand gegangen ist, aber im Endeffekt hat er sich natürlich sehr, sehr gefreut. Ziemlich geil. Dann waren wir im Hotel angekommen. Es hat sich herausgestellt, dass Keiko in dem gleichen Hotel untergebracht war wie die Titan-Oberschule, ja. Und dann haben wir sie gesehen. Und zwar ist in diesem Hotel eine sehr, sehr berühmte Person aufgetaucht, und zwar Mai Kuraki, eine Popsängerin, ja, die es auch in echt gibt. Das heißt, die echte Mai Kuraki wurde in eine Anime-Figur umgewandelt und hatte dort auch ihren Auftritt. Wurde natürlich von sich selbst synchronisiert, ziemlich nice. Und sie hat dann auch gefragt, Moment mal, seid ihr Schüler? Seid ihr vielleicht auf einer Klassenfahrt? Da kommen Gefühle hoch. Und jetzt kommen wir zu dem lustigen Teil. Jeder, der es gesehen hat, der kann es nachvollziehen. Von links an sehen wir Masumi Sonoko ran und danach Shinichi, und der hat gesagt, toll, ist ja ein Double Date, ja. Dann ist sie weggegangen und alle so, Moment mal, Double Date? Sie ist natürlich davon ausgegangen, dass Masumi ein Junge ist, weil man muss ja fairerweise sagen, auch wenn Masumi kein Junge ist, hat sie sich in diesem Moment so gekleidet. Ziemlich geiler Moment, und dass sie halt so eingebunden wurde, ist natürlich diese eine Szene gewesen, die wir im Manga nicht da haben. Ja, das ist auf jeden Fall dieser eine Zusatz, finde ich auf jeden Fall eine mega geile Sache von Gosho und von Mai Kuraki, dass man sich dann auf jeden Fall getroffen hat, ja. Dann sind auch natürlich andere Leute vorgestellt worden, unter anderem dann letztendlich auch alle Mordverdächtigen und auch Opfer. Mehr oder weniger nehmen Keiko unter anderem einen weiteren Schauspieler, nämlich Ihaya Shinya, ja, nennen wir einfach Ihaya. Dann haben wir noch den Movie Director, ja, nämlich Mayama Mineto. Und dann haben wir noch die letzte Person im Bunde, und zwar Agatha Riki. Man dachte am Anfang, oder ich dachte, es wäre ein Mädchen, gerade auch im Manga damals, aber es ist wirklich ein Junge. Er sieht aber trotzdem irgendwie ein bisschen feminin aus, das muss man an der Stelle mal sagen. Und dann haben sie letztendlich dann über diese eine Botschaft gesprochen, ja. Man hat da gemutmaßt, was könnte es heißen, aber im Endeffekt hatte man einfach nur Mutmaßungen und man konnte sich noch nicht wirklich auf etwas festlegen, und so hatte man nur die reine Spekulation. Es gab dann aber in den Gesprächen auch noch eine weitere Person, die leider schon verstorben ist, und zwar Dekuri, der das Ganze so ein bisschen geschrieben hat, ja. Das war im Endeffekt sein Stück, denn die ganzen Leute, die wir gesehen haben, waren ja Schauspieler, beziehungsweise soll
sollte dort ein Film zu Ende gedreht werden. Und ich sag mal, der Blueprint von diesem Film kam halt von Dekuri, der sich dann aber umgebracht hat. Ziemlich traurig das Ganze. Und wir sollten mit dem Voranschreiten des Falls immer weiter erfahren, wieso, weshalb, warum. Ja, dann sind wir auf einmal hingegangen. Ja, am nächsten Morgen wurde auf jeden Fall etwas Schreckliches gefunden. Es ist etwas Schreckliches passiert. Und zwar eine Person, die uns vorgestellt wurde, ja, wurde nämlich umgebracht. Sie wurde umgebracht, ja, natürlich der gesamte Raum verwüstet. Es war extrem krass. Shinichi natürlich direkt bestürzt, dass hier wieder ein Mordfall passiert ist, ja. Dann sind sie hingegangen, dann sehen aber Shinichi und Masumi noch etwas Schlimmeres. Und zwar tropft von der Decke Blut herunter auf Shinichis Schulter. Sie gucken nach oben und dort liegt wirklich ein Blutfleck. Ein Blutfleck von oben. Das Zimmer ist verwüstet. Wir sehen Beulen am Kopf, ja, des Opfers, was so ein bisschen gleich in die etwas, ja, ich sag mal, fiktive Welt übergeht. Nämlich hat es etwas mit Tengo zu tun und wir sehen eine Blutspur beziehungsweise Fußabdrücke, blutige Fußspuren von der Decke aus dem Fenster, als ob etwas Übernatürliches erst diesen Mann umgebracht hat und dann an der Decke lang gelaufen ist. Aber wir sehen, wir sind an einem sehr, sehr hohen Hotel, ja, das heißt, kein Mensch hätte aus dem Zimmer verschwinden können und dann sehen wir es. Genau, das Fabelwesen, nämlich ein Tengu. Ein Tengu, der angeblich diesen Mann umgebracht haben soll. Und diese Tengus lassen immer ein Blatt da. Und unter anderem wurde auch dieses Blatt gefunden mit einer weiteren Botschaft. Ja, letztendlich sollte dann diese Botschaft auch im Endeffekt eine Warnung sein. Ja, und der Beginn einer Mordserie. Dann hatten wir schon das erste Mal etwas Probleme. Und zwar hat hier Shinichi dieses typische Moment mal, ich verwandle mich gleich zurück. Syndrom hat Schmerzen. Er distanziert sich natürlich direkt von allen. Wollte in einen unbeschadeten Raum gehen, natürlich abgetrennt von allen anderen. Niemand sollte erkennen, dass er sich zurückverwandelt. Masumi hat das Ganze beobachtet. Er ist dann zurückgegangen in seinen Zimmer zu seinen Kollegen, hat sich unter die Bettdecke gelegt und sich dann zurückverwandelt. Wir sehen natürlich hier auch, wie die Decke dampft. Richtig cool. Und ja, er hat sich dann unter der Decke zurückverwandelt und unterm Bett sehen wir dann letztendlich, hat sich Heiji versteckt. Zu geil, die Sache. Und ja, die Kollegen haben dann weiter Karten gespielt. Die wollten dann aber nochmal wissen, ey, wie war das Ganze in London? Was ist passiert? Und er hat dann einfach den Stimmtransposer dahin gelegt. Heiji hat sich dann ins Bett gelegt. Conan hat sich unter das Bett versteckt. Und er hat dann einfach mit seinem Kansai-Dialekt gesagt, ja, Moment mal, mir geht's gut. Und die lustige Sache ist, Shinichi hat dann auch einfach erzählt, dass er Ran geküsst hat, ja, in London, was ja gar nicht der Fall war. Und dann gab es auch nochmal drei Bedingungen, die wir auch im vorherigen Fall gesehen haben. Und zwar hat Aihabara Shinichi bloß das Gegengift mitgegeben, wenn er sich an drei Sachen hält. Als erstes, alle 8 Stunden soll er das Gegengift einnehmen. Ja, das heißt, wenn er schrumpft, 8 Stunden danach kann er es wieder einnehmen. Des Weiteren soll er sich aus der Öffentlichkeit zurückhalten. Ganz, ganz wichtig. Und er soll sich natürlich nicht vor einer Person zurückverwandeln. Ja, die Polizei wurde natürlich nach diesem Mordfall auch mit eingebunden. Ein sehr, sehr, ich sag mal, seriöser und mir auch wohlgesonnener Polizist wurde eingeschaltet, und zwar Fuminaru Akanokoji, und zwar mit seinem Streifenhörnchen. Ziemlich lustig, immer mit anzusehen. Shinichi hat in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Die haben sich ja auch noch nie gesehen, sondern nur Conan hat ihn gesehen. Und Masumi war die ganze Zeit perplex, dass er ein Streifenhörnchen mit zum Tatort bringt. Dann haben wir wieder krasse Aufnahmen. Der nächste Tag hat begonnen, ja. Shinichi und Heiji natürlich komplett übermüdet. Und dann gab es eine weitere Meldung. Und zwar sind sie dann in das Zimmer gegangen. Und dann sehen wir, wie Agata eine Erscheinung hat. Wir sehen, wie das die Tür aufgeht. Er raucht Zigarette, das Zimmer ist dunkel. Er verzieht sein Gesicht, als ob er etwas Schreckliches sieht. Und wir sehen dann einen Tengu-Kopf an der Wand. Er schmeißt die Zigarette hoch. Wir sehen eine Explosion, Shinichi und alle sehen das und der Tengu-Kopf ist auf einmal weg. Sie rennen ins Zimmer und sehen gar nichts. Als ob gar nichts passiert wäre, aber alle haben es gesehen. Ist es hier Halluzination? Ist es vielleicht doch so, dass etwas Übernatürliches hier seine Hand im Spiel hatte? Wir wissen es nicht. Dann sind wir zum Frühstück gegangen. Wir sehen natürlich die ganzen Schüler, wie sie auf jeden Fall sehr, sehr prächtig und mächtig essen. Das ist auf jeden Fall kein spartanisches Frühstück, wie ich mir das hier so angucke. Hier gibt es Rührei, Orangensaft, Speck, Würstchen, Reis, Salat, also alles, was das Herz eines Schülers begehrt. Ja. Masumi und Shinichi haben das Ganze nochmal Revue passieren lassen, unter anderem was passiert ist. Masumi war ja da gar nicht dabei und auch die Feststellung, dass er wieder diese Beulen am Kopf hatte.
Dann haben sie sich auch nochmal gewundert, Moment mal, was ist denn jetzt nun wirklich mit dem Blutfleck? Und dann wurde aber auch analysiert von der Polizei, dass das Blut von dem Opfer, was wir gefunden haben, wirklich nur das war, was runtergetropft ist und diese gesamte Blutfleck mit einem Spray ausgeweitet wurde. Ja, das heißt, da wurde also so ein bisschen nachgeholfen und das Ganze muss aber innerhalb von 10 Minuten passiert sein. Das ist auch nochmal eine ziemlich coole Sache. Und dann denkt man sich, wie stellt man das an, eine Person umzubringen, das Ganze mit dem Blut in 10 Minuten? Weil die waren ja auch schon davor im Raum gewesen und da war gar nichts. Ja. Ran war dann sehr, sehr wütend, setzt sich dann zu Masumi und Shinichi. Wahrscheinlich nicht nur, dass Shinichi sich alleine mit Masumi unterhalten hat, nein, sondern auch, weil sie herausgefunden hat, dass Shinichi überall rum erzählt hat, dass er sie in London geküsst hat, was ja gar nicht stimmt. Ja. Dann haben sie so ein bisschen geredet über das Stück, was eigentlich da aufgeführt werden sollte mit dem Tengu und dann wurde die Geschichte erzählt. Wir machen es kurz. Es geht um eine Liebesgeschichte, ja, und zwar, dass die Ehefrau und der Mann glücklich zusammen waren. Und dann wurden die irgendwann von Tengus Hallen gesucht, ja. Letzten Endes war es dann so, dass sich der Mann geopfert hat, ja, wurde dann selber zum Tengu, um das ganze Böse von den anderen zu vertreiben. Das Problem war aber, er musste sich natürlich sozusagen von seiner Frau trennen. Sie hat ihn nie wieder so gesehen. Sie war quasi für ihn, also er war für sie nicht mehr sichtbar, er war unsichtbar. Letzten Endes ist sie dann genau zu diesem Tempel gegangen, wo sie am Anfang dieses Blatt hingeschmissen hat, ja, wo sie dann gesagt hat, Dekuri, quasi so als letzte, ja, ich sag mal so als letzter Wille, einfach so als Wertschätzung. Letzten Endes gab es dann der Kuss und der Tengu hat sich dann verabschiedet von seiner Frau. Auf jeden Fall eine ziemlich rührende Geschichte und das Ganze wurde online dargestellt. Ja, der Film war ja eigentlich, ich sag mal, relativ geheim. Dann haben sich alle gefragt, wo er die Information hat und er hat dann auch gesagt, ja, passt mal auf, das Ganze wurde schon online veröffentlicht. Das ist im Endeffekt nur ein Remake. Die Originalfassung war also schon bekannt. Ja, das Ganze wurde dann erklärt und dann hat sich auch Ran zum ersten Mal so ein bisschen auf Shinichi eingestellt und gesagt, Moment mal, für sich gedacht, hat die ganze Zeit auf die Lippe geguckt, was ist denn, möchte mich Shinichi eigentlich auch küssen? Also da wussten wir schon, das geht in die richtige Richtung. Immer mal wieder zwischendurch diese wunderbaren Panoramabilder, ich betone es, ziemlich, ziemlich geil. Ja, dann ist das passiert, was immer bei einer Klassenfahrt ist und zwar gab es hier Zeit für sich Gruppen zu bilden und sich dann die Stadt anzugucken, die ganzen Sachen, das ist natürlich immer sehr, sehr geil und dann hat der Klassenkamerad mit Shinichi ein bisschen gewitzelt und gesagt, Moment mal, wenn wir einen Selfie-Stick nehmen, können wir in die Mädchenumkleide gehen beziehungsweise ins Mädchenbad und gucken, ja, Masumi hat kleine Brüste, Ran hat große Brüste und Shinichi hat dann gesagt, ja, Moment mal, Ran hat große Brüste, er dann natürlich direkt, Moment mal, du hast Ran nicht nur geküsst, sondern hast auch schon mit ihr gebadet. Er hat das Ganze natürlich verneint, weil er Angst hatte, dass es wieder ans Licht kommt. Wobei wir ja wissen, als Conan hat er wirklich ja schon einige Male zusammen gebadet. Ziemlich geile Sache. Dann gab es dann aber auch, ich sag mal, einen relativen Wendpunktfall. Und zwar wurde die ganze Presse involviert. Heiji hat Shinichi kontaktiert. Vielleicht könnte die Klassenfahrt abgesagt werden. Aber das Ganze ist aber etwas abseits von deren Hotel passiert. Von daher war das eine Gefahr, aber noch nicht wirklich ausschlaggebend. Des Weiteren gab es dann aber Tumulte in der Stadt und zwar sind ganz viele Männer rumgelaufen mit Tengu-Masten, haben verschiedene Leute bedroht, unter anderem kam dann auch noch Momiji Oka, ja, die auch da war. Wir wissen ja, Momiji Oka ist in der gleichen Klasse wie Soshi Okita, der Kendo-King, ja, der es geschafft hat, Heiji eine Narbe zu verpassen und alle wurden bedroht, ziemlich lustig. Währenddessen war ja Heiji mit den Angehörigen bzw. mit den eventuellen Mörder und natürlich eventuellen weiteren Opfern und natürlich Akano Koji beschäftigt, hat die Aussagen aufgenommen, wer hat überhaupt ein Motiv gehabt und so weiter. Ja, dann war es so, dass einer dieser Tengus Momiji und Sonoko bedroht hat, es wäre beinahe zu dem Schlimmsten gekommen, aber dann kam nämlich Yori, der Butler, mit einem übelsten Kniesprung angejumpt, knockt ihn aus, ja, ziemlich geil mit anzusehen. Heiji ist dann auch nochmal gekommen, hat dann den einen demaskiert und hat dann gefragt, ey, Moment mal, was macht ihr hier? Und dann wurde wirklich gesagt, ja, wir wurden übers Internet im Endeffekt angeheuert, wenn wir es schaffen, eine halbe Stunde da rumzurennen, kriegen wir 1 Million. Das ist ziemlich geil und im Endeffekt sollte das letztendlich einfach nur eine Ablenkung sein,
sein. Und dann haben wir nämlich schon den nächsten Toten gefunden. Den nächsten Toten gefunden, und zwar der Schauspielkollege, den wir auch am Anfang hatten. Er abseits der Menge gestorben. Wir haben wieder die roten Fußspuren, die dort wegführen. Und dann kann man wirklich sagen, schon das zweite Opfer, was wir innerhalb kürzester Zeit sehen. Der Fall scheint wirklich immer weiter aufzugehen. Und dann wurde natürlich nochmal gefragt, wo waren denn die einzelnen Leute? Weil eigentlich wurde denen ja aufgetragen, sich im Zimmer zu verstecken, nicht rauszugehen, weil es ja im Endeffekt eine gefährdete Gruppe ist. Letzten Endes kam heraus, dass die zwei verbleibenden Männer, unter anderem Agatha oder Agathe, wie der auch immer heißt, und der mit der Brille im Badezimmer waren. Keiko hatte Angst gehabt und ja, ist dann vor allen anderen wieder zurück in den Raum gegangen. Hatten also im Endeffekt alle die Möglichkeit, was auch Masumi ausgesprochen hat, im Endeffekt der Täter sein zu können. Ja, ziemlich krasse Sachen. Alle hatten also die Möglichkeit, alle zu töten. Und man wusste auch gar nicht so recht, wer kommt denn jetzt überhaupt in Frage. Ja, ziemlich viele krasse Sachen. Und dann kommen wir zu einer Sache, und zwar ist Connie nämlich, beziehungsweise Shinichi am Tatort, was aufgefallen, und zwar gab es da Markierungen. Und sie kennen das ja immer, wenn Connie Markierungen findet oder irgendwelche Hinweise, eher dann so, allelele, Moment mal, da ist ein Hinweis. Und genau das gleiche macht er als Shinichi, ja, er macht diese Kindernachahme, weil er halt einfach vergessen hat, dass er Shinichi ist, um nicht Connie. Da waren natürlich alle sehr, sehr skeptisch, alle haben sich gewundert, was macht er da, bloß Masumi hat im Endeffekt gewusst, ja, ich weiß es doch schon längst, du bist doch Connen. Ein weiterer Hinweis, ein weiteres Blatt wurde gefunden, ja, und im Endeffekt wurde dann auch ein bisschen weiter etwas herausgefunden, dazu kommen wir aber gleich. Dann hat es aber auch schon bei Heiji geklingelt, und zwar hat er Kazuha vorgespielt, dass er nicht zur Schule kommt, weil er krank sei. Ja, das Ganze ist aber eine Lüge. Kazuha hat ja angerufen und sieht nämlich in den Nachrichten, ja, von diesem Kyoto-Fall, von diesem Mordfall, und sie hat dann Heiji auch in den Aufnahmen gesehen, wie er sich gerade umdreht, ja, das war sozusagen eine Live-Übertragung, ziemlich bitter das Ganze. Momiji hat dann auch nochmal kurz mit Kazuha geredet. Wir wissen, es gibt ein bisschen Rivalität zwischen den beiden. Beide prügeln sich so ein bisschen um Heiji. Ziemlich lustig. Und dann ist letztendlich herausgekommen, dass diese Botschaft etwas mit den Himmelsrichtungen zu tun hat. Und also Norden, Osten, Westen, Süden und so weiter und so fort. Und dass für jede Himmelsrichtung ein Ort angegeben wurde. Und diese Personen wurden auch in unterschiedlichen Himmelsrichtungen getötet. Ja, das Ganze hat also immer mehr Form angenommen. Ja, Akano Koji hat dann auch die ganzen Hinweise aufgesuhlt, ja, und hat dann letztendlich dann alle zur Rede gestellt, wer ist denn der Täter, und dann sollte es wirklich auch mal eine Aussprache geben. Dann kam auch heraus, dass irgendwie alle Dreck am Stecken hatten. Dieser Dekori hat halt diesen Blueprint gemacht, er hat halt Comics gezeichnet, sie haben alle was Unterschiedliches studiert, aber sie waren letztendlich auf einer Schule und hatten dann einen Special Effect Club gehabt, wo sie sich dann alle mehr oder weniger kennengelernt haben. Und er hat gesagt, ja, Moment mal, dieses Tengu-Stück werde ich halt irgendwann dann machen, wenn ich bekannt bin. Die haben dann aber etwas anderes vorgehabt, und zwar haben sie den Film gemacht. Er war damit überhaupt gar nicht zufrieden, wollte dann, dass sein Name verschwindet, ja, und so weiter und so fort. Also es war im Endeffekt eine 31er Sache, er hatte die Idee gehabt und sie wurde ihm an sich geklaut, ja. Ziemlich bittere Sache auf jeden Fall. Jeder hatte dann nochmal so eine Art kleinen Flashback gehabt, und wir wissen auf jeden Fall, dass dieser Dekuri ziemlich traurig war. Er wollte dann doch irgendwie, dass sein Name erscheint. Es sollte dann auch so passieren, aber der Verlag hat gesagt, Moment mal, wir können das nicht mehr machen, und der eigentliche Auftraggeber, nämlich dieser Dekuri, der das Ganze gemacht hat, wurde also nicht mal erwähnt, was eigentlich eine ziemlich krasse, schlimme Sache ist. Ja, das ist also wirklich geistiger Diebstahl im schlimmsten Grad, ja. Dann hat sich Rane über Momiji, über Okita erkundigt, und zwar wollte sie mit ihm alleine sprechen, und Sonoko dachte sich, Moment mal, Okita sieht genauso aus wie Shinichi, der betrügt doch Shinichi bestimmt. Sie hat dann natürlich direkt ein Foto gemacht und das dann Shinichi geschickt. Dazu später aber mehr. Dann sehen wir auch endlich die Eltern von Shinichi, nämlich Yukiko und Yusaku, nämlich hat die Mutter Yukiko mit Shinichi telefoniert, unter anderem auch über Keiko. Dann kam auch heraus, dass Keiko eigentlich einen anderen Namen hat und dass Keiko damals sogar in diesen Dekuri, der sich ja umgebracht hat, verliebt war, meine lieben Leute. Die waren verliebt, ein verliebtes Paar, und der eine hat sich umgebracht. Mega übel emotional. Da kann man auf jeden Fall vieles abgewinnen. Sehr, sehr traurig das Ganze.
Shinichi hat dann probiert, den Fall so ein bisschen aufzulösen, aber ihm kam dann immer wieder das Foto von Sonoko hoch, ja, was sie ihm geschickt hat. Er war natürlich direkt eifersüchtig. Wir haben gar keine Zeit zum Durchschnaufen, denn dann sollte es ein weiteres Mal passieren, dass sich Shinichi zurückverwandelt. Und dann kriegen wir noch auch Flashbacks, unter anderem damals von Keiko, wo sie mit Dekuri gesprochen hat, ja, dass es sein größter Wunsch wäre, dass er irgendwann mal seinen Namen auf der Leinwand liest. Und auch die anderen Überlebenden, Agatha und die andere, hatten Flashbacks, wie sie Erinnerungen zu Dekuri hatten, und man merkte, dass das wirklich keine bösartigen Personen waren, sondern dass sie wirklich diesen Dekuri allen Ehren gehalten haben und sie es echt schade fanden, dass er gestorben ist. So könnte man also denken, dass der, der alle anderen umbringt, einfach nur so Art Rache wollte, weil sein Name nicht erschienen ist. Sehr, sehr krass übel gemacht auf jeden Fall. Dann kriegt einer einen Anruf, ja, er sollte sich dann distanzieren, ja, er sollte zum Tempel kommen, dann sehen wir auf einmal Blutspuren, die erscheinen, und letztendlich wurde er dann geschubst, aber es ist kein Problem, er ist nicht in den Tod gestürzt, nein, sondern auf ein, ja, auf eine Luftpolsterung. Shinichi hat das Ganze predicted, hat die Polizei um Hilfe gebeten, die Polizei hat sich dann auch letztendlich verkleidet, und zwar haben sie sich alle als Schüler verkleidet, damit sie nicht auffallen. Im Endeffekt war es Agatha, der dann quasi als Mörder überführt wurde. Man hat dann die ganzen Zeichen nochmal gedeutet, die ganzen Botschaften. Es kam dann im Endeffekt heraus, dass es wirklich was mit den Himmelsrichtungen zu tun hatte, dass für jede Himmelsrichtung ein Ort gegeben war. Dann hat Heiji und Masumi auch nochmal mit ihren Hinweisen und Deutungen herausgefunden, was es letztendlich auf sich hatte. Unter anderem war es erstmal eine Warnung bei der ersten Message. Die zweite Message hatte dann beinhaltet, dass er Leute töten wird. Und bei der dritten ging es dann letztendlich auch darum, dass drei Schriftsteller getötet werden sollen. Ja, dann wurde der Fall auch aufgeleitet. Im Endeffekt kam der Blutfleck zustande. Wir hatten ganz viele Skriptblätter ja gehabt, wo beim ersten Mord der ganze Raum verwüstet war. Und er hat mit Hilfe diesen Notizzetteln das Ganze abgeklebt, ja, hat das dann abgerissen, dass man im Endeffekt bloß so eine Art Blutfleck gemacht hat. Wir wissen ja, sie waren alle künstlerisch begabt und haben alle für Special Effects gearbeitet. Dann hat sich die zweite übernatürliche Sache auch relativ schnell erklären lassen, unter anderem mit dem Tengu, den man gesehen hat, wo er dann die Zigarette hochgeschmissen hat und auf einmal war gar nichts mehr da. Und zwar haben wir auch immer einen Lichtblitz von Kaito Kid, so eine Lichtflamme, die einfach nur kurz und knackig da ist, aber letztendlich nichts Schlimmes ist, ja. Dann der dritte Mord, letztendlich, ja, wo der abgestochen wurde, wurde dann auch gefunden, ja, die Jacke, das Messer, das war also alles schon gar kein Problem mehr. Die Geräusche, die er gehört hat, ja, dieses Dekuri, Dekuri so, ich weiß, was du getan hast, wurde natürlich auch mit einer Soundanlage nachgespielt. Wir haben also hier keine Person, beziehungsweise nichts übernatürlicher Art. Ja, die Polizei hat dann ihm beim Wegrennen, ich sag mal, den Weg abgeschnitten, ja, die haben sich ja als Schüler verkleidet und alle ihre Pistole rausgeholt. Ziemlich geile Sache. Letztendlich wollte er wirklich Dekuri rächen, weil man ihn nicht wertgeschätzt hat, ja, und letztendlich kam dann heraus, dass obwohl man den Namen nicht mehr reinmachen konnte, weil die Verantwortlichen im Hintergrund keine andere Person bezahlen wollten, haben die ihren Namen so gedreht und verschoben, dass wenn man quasi in der Mitte, ja, sich so eine Übersicht macht, der Name Dekuri erscheint. Das heißt, sein größter Wunsch, dass sein Name letztendlich bei den Credits erscheint, ist dann auch so passiert. Ja, das haben sie also alle verwirklicht. Hätte man das von Anfang an gesagt, wäre keiner gestorben. Es war also wieder mal, wie so oft in Detective Conan, wie so oft in der Menschheit, ein Riesenproblem, ein Missverständnis. Wenn es nicht so gekommen wäre, meine lieben Leute, hätte man einfach darauf vertrauen sollen, dass Kommunikation die Grundbasis ist. Kommunikation ist alles, das predige ich immer und immer wieder. Ja, der Fall war geklärt. Letztendlich sind wir wieder am Tempel. Sie sind alle weggegangen, wollten nochmal wohin gehen. Sie hatten ja noch Freizeit. Dann hat Shinichi Rans Arm gepackt und gesagt, Moment mal, was wolltest du denn mit Ogita machen und so weiter und so fort. Ich habe noch gar keine Antwort auf das Liebesgeständnis, was ich dir in London gemacht habe. Und dann kommt's, meine lieben Leute. Dann kommt der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Nichts mit Conan in einer Badewanne oder in irgendeinem Film unter Wasser als Beatmung, sondern wir können ja wirklich sagen, dass es der erste Kuss von Shinichi und Ran ist. Auch wenn es kein richtiger Kuss ist, sondern nur ein Kuss auf das Wänkchen, hat Ran nichts gesagt, sondern ihn einfach nur auf die Wange geküsst. Und dieser Moment, meine lieben Leute, den haben wir uns so lange ersehnt, erhofft, dieser Akt,
Ja, dieser Akt der Liebe, das Zeichen der Liebe ist doch viel besser als irgendwie zu sagen, ja, ich mag dich auch oder ich liebe dich auch, wie auch immer, sondern einfach ein Kuss. Sie hat dann auch gesagt, ist das nicht Antwort genug? Und natürlich, alle gucken, waren außer sich vor Freude und dann dachte sich Shinichi, jetzt muss ich ein Mann sein, ich bin keine Pussy mehr, jetzt werde ich ran küssen, ein richtiger Kuss. Mund zu Mund, Lippe auf Lippe, schön mal am Oberlippchen oder am Unterlippchen knabbern, wie es Verliebte tun, aber es sollte nicht so weit kommen, denn er hat wieder einen Anfall, das heißt, er verwandelt sich gleich zurück, ist weggerannt, natürlich übel, dann hat Masumi gefragt, Moment mal, warum ist er weggerannt und dann hat Ran auch gesagt, ja, ihm ging es nicht gut, sie hat natürlich direkt die Verfolgung aufgenommen, hat dann aber Shinichi nicht mehr gefunden, aber Heiji, und dann hat sie gefragt, hast du Heiji gesehen, er hat gesagt, nee, was hast du denn im Rucksack, er hat auf einmal einen Rucksack auf und Masumi wollte natürlich direkt reingucken, war interessiert, was ist denn im Rucksack? Und dann hat Heiji gesagt, ja, ich habe Pornos drinne, ja, das ganz krasse Zeug. Und dann hat Masumi aus Spaß gesagt, Moment mal, warum guckt deine College-Jacke raus? So, er direkt, wo? Sie wusste also schon, dass sich Conan da drin verbirgt. Ja, ziemlich geil, ist dann weggegangen. Und dann sehen wir nochmal die Sängerin. Ja, nämlich Mai, wie sie dann auch Masumi auf dem Rückweg gesehen hat und dann festgestellt hat, dass Masumi doch kein Junge ist, ja, weil sie auf einmal einen Rock trägt. Ziemlich lustige Sache. Finde ich schön, dass man nochmal so eine Feinheit eingebaut hat. Dann wurde letztendlich auch von dem Schulleiter oder auf jeden Fall ja einer der Lehrer gesagt, ja, Shinichi hat dir beim Fall geholfen, wir sollen alle dabei helfen, dass es nicht noch weiter an die große Öffentlichkeit kommt, dass wir uns bedeckt halten sollen, dass nichts kommt. Dann wurde auch aufgeklärt, was Ran mit Okita zu schaffen hat, unter anderem wollte sie eben nur den Glücksbringer zurückbringen. Er hat ja mal einen Glücksbringer umgehabt beim Kendo-Turnier, ja, dass er quasi immer gewinnt. Er hat ja auch noch nie verloren, wo er diesen Anhänger umhatte. Und Kogoron hat diesen Anhänger gesehen und der dachte natürlich, Moment mal, das ist für meine Tochter Ran. Da ist wahrscheinlich ein Bild von Shinichi drin. Letztendlich war es aber bloß ein Bild von einer, ja, ich sag mal, Bekannten von Soshi Okita, nämlich vielleicht seiner baldigen Freundin. Ziemlich geile Sache, da musste aber auch noch ein Kampf gewonnen werden, gab es auf jeden Fall noch ziemlich viel Rivalität. Der Kuss war natürlich das Highlight. Letzten Endes gab es dann auch nochmal einen wunderbaren SMS-Austausch. Conan hat sich entschuldigt, beziehungsweise Shinichi bei Ran, dass er so schnell weg musste, ja. Aber er freut sich auf jeden Fall, dass Ran die Gefühle erwidert hat, ja. Ziemlich geile Sache. Dann wurde Mary angerufen, die gute Mary, also die Mutter von Masumi. Und zwar hat Masumi herausgefunden, ja, Moment mal, ja, Conan wurde geschrumpft, Conan ist Shinichi. Und es gibt einen im Hintergrund, der quasi in der Lage ist, das Gegengift herzustellen. Mary hat dann gesagt, ja, Masumi, wir müssen unbedingt den Entwickler finden. Ich will nicht länger wegrennen, wir starten jetzt den Gegenangriff. Ich möchte unbedingt zurück in meinen alten Körper. Wir wissen ja, dass Mary, die Mutter von Masumi, von Shukichi und natürlich auch von Shuichi Akai ebenfalls geschrumpft wurde. Auf dem Rückweg, ja, Heiji ist da mit Motorrad weggefahren mit Conan. Auch eine ziemlich geile Sache. Hat er dann eine Nachricht bekommen, unter anderem von Ran, wo sie gesagt hat, ja, daten wir denn jetzt nun? Er natürlich direkt rot angelaufen. Er hat das Ganze dann später bejaht. Und Heiji hat dann auch nochmal mit Conan geredet. Moment mal, du hast Ran geküsst, ich habe alles gesehen. Und er ist ja immer in so einem kleinen Wettstreit mit Shinichi. Er wollte ja eigentlich Kazuha vor Ran küssen und jetzt ist er wieder ein bisschen behind. Wunderbare Kulisse. Er war ein bisschen angepisst. Dann sehen wir nochmal die Eltern, nämlich Yukiko und Yusaku, wie die gefragt haben, Moment mal, wie kriegen die das dann alles hin, dass Shinichi nicht in den Nachrichten erscheint, also Bange hatten sie gehabt und dann hat auch nochmal der Vater gesagt, ja, Dekuri, ich habe den Namen herausgefunden, weil er quasi auf dem Poster schon zu sehen ist. Das meinte ich, was ich vorhin auch gesagt habe, Yukiko hat gefragt, wenn man quasi die Hände so nimmt, haben die Namen so unterschiedlich angeordnet, dass wenn man in der Mitte liest, sieht man dann einfach die Initialien für Dekuri. Sie haben ihn, also den verstorbenen Kameraden, der sich ja umgebracht hat, aus Trauer, weil er nicht erwähnt wurde, letztendlich doch geehrt. Ziemlich geile Sache, ja. Ran hat sich dann nochmal gefreut, hat dann die Nachricht bekommen von Shinichi, wo sie dann nach Hause gegangen ist, dass sie jetzt offiziell daten. Sie hat sich gefreut wie ein kleines Kind, wer kennt es nicht. Die erste Liebe ist immer was Wunderbares, gerade wenn es auf Gegenseitigkeit beruht und ich würde mal sagen, damit kann man doch schlafen. Ich hoffe, dieses Special hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt es euch unbedingt an. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Review euch einen kurzen Faden geben, eine gute Übersicht, einen guten Überblick und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.